ihr Lieben, heute gibt es bei uns Chili con Carne. Wir haben einmal hier Hackfleisch, das ist bei mir Rindhackfleisch, aber ihr könnt natürlich auch ein gemischtes Schwein nehmen, was ihr möchtet. Gewürze steht vorne drauf, Paprika oder Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch, zwei Zwiebel, zwei Knoblauch, schön klein schneiden, eine Dose Mais, eine Dose Kidneybohnen, bitte, bitte ganz wichtig, abspülen. In ein Sieb abspülen. Ich sehe das so oft, dass von der Dose in den Topf, nein, abspülen, sauber machen, ganz, ganz wichtig. Und passierte Tomaten und eventuell etwas Wasser, aber wenn ich Wasser brauche, steht es vorne drauf. Wir starten, indem wir uns einen Topf nehmen, da habe ich 2 Esslöffel Öl reingemacht und jetzt braten wir Zwiebel, Knoblauch und Hackfleisch an. So sieht's aus. Ich hatte hier ja mein Öl oder ihr könnt Butter nehmen, was ihr möchtet. Ihr könnt das anbraten, in was ihr wollt. Hab kurz mein Fleisch erstmal so angebraten, so eine halbe Minute, und habe auch schon sofort Zwiebel und Knoblauch rein. Ja, das ist jetzt gleich soweit. Jetzt kommen meine Gewürze und auch Paprikamark oder Tomatenmark. Das tue ich dann auch nochmal kurz mit anbraten und dann lösche ich das Ganze schon mit meinen passierten Tomaten, eventuell ein bisschen Wasser, lasse das köcheln und so Richtung Ende kommen dann mein Gemüse dazu. Mögt ihr natürlich noch anderes Gemüse, könnt ihr das so hier nochmal natürlich mit anbraten. Aber wir persönlich lieben es einfach nur mit Mais und Kidneybohnen. So, ich würde sagen, läuft bei mir. Ich habe ja die Gewürze hier reingegeben und habe die Gewürze auch so 2 Minuten hier richtig auf volle Pulle mit angebraten. Ich finde, das ist auch ganz wichtig mit den Gewürzen. Ich finde, dann verfalten sich nochmal die ganzen Aromen. Ja, so, ich lösche das Ganze jetzt ab. Parallel habe ich schon meinen Reis gemacht und ich zeige euch gleich nochmal, wie es aussieht. So, ich habe meine passierten Tomaten reingegeben, habe auch einen Schluck Wasser dazu gegeben und auch quasi diese Becher damit ausgespült. Konsistenz ist bis jetzt perfekt. Gucke ich dann später, ob ich dann noch was brauche. Herd tue ich jetzt ein bisschen runterschalten. Jetzt kommt auch der Deckel drauf. Das Ganze lasse ich jetzt so 20 Minuten, halbe Stunde in Ruhe köcheln und dann so Richtung Ende kommt das noch dazu, dann wird es auch noch mal so 10 Minuten geköchelt und das war's. So lange habe ich jetzt den Reis gemacht. Jetzt gehen wir den Kinderzimmer aufräumen und dann gibt es dann gleich in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde lecker Mittagessen. So, halbe Stunde später, das Ganze hat schön geköchelt. Ich habe jetzt meine gewaschenen Mais und Kidneybohnen reingemacht. Mögt ihr was nicht, lässt es weg. Manche machen es nur mit Mais, nur mit Kidneybohnen, wie ihr wollt. Das Ganze tue ich jetzt gut einmal hier ummischen. Mach nochmal den Deckel drauf und lass es nochmal so 10-15 Minuten vor sich hin köcheln. Dass natürlich Mais und die Bohnen auch schön warm werden. Dann einmal abschmecken und dann guten Appetit. So, jetzt aber musste mein Handy sauber machen. So, Herd habe ich ausgemacht. Es hat schön vor sich hingeköchelt. In der Zeit war ich hier aktiv, habe im Ofen meine gegrillte Paprika gemacht. Verlinke ich euch mal unten. Und ich habe das Kinderzimmer mit den Kids sauber gemacht. Und in der Zeit hat hier alles schön geköchelt und ist jetzt bereit. Mein Reis ist fertig. Dazu Brot, Reis, was ihr möchtet. Ich esse auch dazu einfach eine schöne Scheibe Brot, Bauernbrot, einfach nur yummy. Dazu ein bisschen Creme fraiche, Joghurt oder Schmand und guten Appetit. Habe ich was vergessen, steht es unten in der Infobox. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und genau, ich habe gleich ja eine größere Menge, also 1 Kilo Hackfleisch. Wenn mir was übrig bleibt, was ich hoffe, morgen durchgezogen noch besser. Also so Chili con Carne könnt ihr euch ruhig eine größere Portion machen. Am nächsten Tag ist noch essen oder auch einfrieren. Mache ich auch manchmal, klappt wunderbar. Also viel Spaß dabei.